war so eindeutig, sogar DNA. Es war eine Frau, doch niemals war sie da. Aus dem Drogenmilieu, Mafia der Tschechei. Keiner kann sie finden, nicht einmal die Polizei. €300.000 für den endgültigen Tipp. Alle sind in Aufruhr und suchen fleißig mit. Keiner kann sich erklären, keiner kann verstehen. Keiner hat sie je bei ihrer Tat gesehen. Ich steh auf dem Balkon und siehe da. Ein Windstoß fährt mir durch mein schütteres Haar. Er entreißt mir Kess, ein Haar mit einer Schuppe. Wohin er es weht, ist mir völlig schnuppe. Fünf Häuser weiter wird eine Tote entdeckt. Hat man sie umgebracht, wurde sie erschreckt. Alle Rätsel nun, woran starb die gute Frau? Die Umstände sind unklar, keiner kannte sie genau. Ihr werdet es nicht glauben, es gibt schon eine Spur. Ein Haar mit Haut, Schuppe, doch wem gehört es nur? Weiß man nun nicht weiter, kommt alles zu den Akten vor Gericht. Interessieren dann eh nur noch die Fakten. Neulich wurde mir mein Nummernschild geklaut und prompt hat irgendeiner damit Scheiße gebaut. Er hatte wohl wie ich dasselbe Automodell und fuhr damit an falschen Stellen viel zu schnell. Jetzt muss ich zur Nachschulung und blechen soll ich auch. Die Beweise sind eindeutig, nicht nur Schall und Rauch. Und zu aller Sicherheit, das ist jetzt ungelogen, soll ich Fahrtenbüchlein führen, ich bin so ungezogen. Die haben mich auf dem Kieker, was du jetzt von mir wolle. Eine routinemäßige Verkehrskontrolle. Führerschein, Fahrzeugschein, weil ich so komisch huste. Einen Alkoholtest, hier das Mundstück kräftig pusten. Meine Hustenmedizin, bitte bloß nicht lachen, enthält irgendwelche Stoffe. Bluttest muss man machen, ich muss mit auf die Wache. Was für ein schöner Tag, jetzt werde ich noch gestochen. Schön, dass man mich mag. So ganz nebenbei, ich schaue recht verdutzt, wird mein Blut für einen DNA-Test mitbenutzt. Um mein Handgelenk klickt nun auch schon die Schelle und man verhaftet mich ohne Anwalt auf der Stelle. Jetzt ist es bewiesen, ich muss nie mehr aufs Amt. Keine Pflichtbewerbungen, Gott sei Dank. Dafür sitze ich ein wegen heimtückischem Morde. Dabei bin ich nun wirklich kein Mensch dieser Sorte. Kein Lied ohne Moral, kein Urteil ohne Beweis. Kein Unschuldiger hängt an irgendeinem Kreuz. Oder ist alles anders? Wer kann schon alles wissen? Ich werde euch in meiner Zelle kräftig vermissen.